Der Südast der S-Bahn-Linien 3 und 4 der S-Bahn Rhein-Main führt von Frankfurt Süd entlang der Main-Neckar-Bahn über Langen nach Darmstadt. In dieser Dokumentation erfahrt ihr mehr über diese Strecke, die daran liegenden Bahnhöfe und den Zugverkehr. Viel Spaß! Eine Bahnverbindung nach Darmstadt besteht bereits seit 1846 mit der Main-Neckar-Bahn Frankfurt-Heidelberg. Über diese gibt es eine extra Dokumentation, die ihr per Klick in der Infocard oben rechts erreicht. Wir beschäftigen uns hier nur mit der Geschichte des S-Bahn-Betriebs auf dieser Relation. 1978 wurde nämlich nicht nur der erste Abschnitt des Frankfurter City-Tunnels eröffnet und der Betrieb auf den ersten 6 S-Bahn-Linien des S-Bahn-Netzes Rhein-Main aufgenommen, sondern es wurden auch 8 weitere Regionalbahnen um Frankfurt zu S-Bahnen umbezeichnet, die aber nicht durch den City-Tunnel fuhren und auch nicht mit S-Bahn-Zugmaterial betrieben wurden. Die Regionalbahnen nach Darmstadt wurden fortan als S12 geführt. Mit der Einführung des RMV 1995 wurde diese S-Bahn-Bezeichnung aufgehoben. Nur 2 Jahre später, also 1997, wurden dann aber die S-Bahn-Linien 3 und 4 der S-Bahn Rhein-Main von Frankfurt Süd nach Langen bzw. Darmstadt verlängert. Für die S-Bahn wurden separate Gleise neben der Main-Neckar-Bahn errichtet, welche zwischen Neu-Isenburg und Langen westlich, ansonsten östlich der Main-Neckar-Bahn verlaufen. Die Züge der Main-Neckar-Bahn halten zwischen Frankfurt und Darmstadt seitdem nur noch in Langen. Verbindungen zwischen S- und Fernbahn existieren nur in Langen, Darmstadt-Aheigen und Darmstadt Hauptbahnhof. Die S-Bahnen fahren durch den Frankfurter City-Tunnel und legen damit faktisch zwischen Frankfurt-Luisa und Frankfurt Hauptbahnhof einen Umweg ein. Gegenüber der vorherigen Regionalbahn zwischen Darmstadt und Frankfurt entstand jedoch trotzdem kein Fahrzeitverlust, da diese immer in Langen eine Überholung bekam. Auf den ausschließlich von der S-Bahn genutzten Gleisen verkehren die Linien S3 Bad Soden-Darmstadt Hauptbahnhof und S4 Kromberg-Langen in einem jeweiligen 30-Minuten-Takt. Auf dem gemeinsamen Abschnitt ergibt sich somit ein Viertelstundentakt. Zu den Schwachverkehrszeiten verkehrt die S4 nur zwischen Kromberg und Frankfurt Süd und befährt damit nicht den für uns relevanten Streckenteil. Von Montag bis Freitag verkehren beide Linien von etwa 4 bis 21 Uhr, danach verkehrt nur noch die S3 bis etwa um 1 Uhr nachts. Samstags verkehrt die S4 erst ab 8 Uhr und sonntags gar nicht, natürlich nur auf unseren Abschnitt bezogen. Eine Besonderheit stellt das Konzept am Sonntagmorgen sowie im Nachtverkehr Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag dar. Hier verkehren beide Linien nur im Stundentakt. Zur effektiveren Einsetzung der Umläufe fährt dann aber südwärts die S4 nach Darmstadt und die S3 endet in Frankfurt Süd, während nordwärts die S3 aus Darmstadt kommt und die S4 erst in Frankfurt Süd beginnt. Eingesetzt werden auf beiden Linien die Triebwagen der Baureihe 423. Diese 70 Meter langen Triebwagen verfügen über 176 zweite Klasse und 16 erste Klasse Plätze. Sie bieten Mehrzweckbereiche, eine Klimaanlage, Fahrgastinformationssysteme und seit 2018 auch kostenfreies WLAN. Eine Toilette gibt es wie in S-Bahn-Triebwagen üblich nicht. Die Fahrzeuge bringen es in der Spitze auf 140 km/h. Auf unserem Abschnitt wird meist 120 km/h schnell gefahren. Bevor wir uns jetzt den genauen Streckenverlauf anschauen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die parallel auf den Fernbahngleisen verkehrenden Linien. Neben einigen hier nicht weiter aufgeführten Verstärkern verkehrt hier ein Fernzug pro Stunde. Es handelt sich dabei immer im Wechsel um einen ICE der Relation Karlsruhe-Hamburg bzw. zum Teil weiter bis Stralsund, Binz oder Westerland und einen IC oder EC der Relation Frankfurt-Stuttgart und darüber hinaus
meist weiter über München nach Graz, Klagenfurt oder Salzburg. Außerdem verkehren zwischen Darmstadt und Frankfurt pro Stunde meist 2 Regionalzüge des Main-Neckar-Ried-Express, die alle nur in Langen halten und einen ungefähren 30-Minuten-Takt bilden. Es handelt sich immer im Wechsel um eine Regionalbahn der Linie 68 Frankfurt-Heidelberg und zum Teil weiter nach Wiesloch-Walldorf und einen Regionalexpress der Linie 60 Frankfurt-Mannheim, wobei bei letzterem jeder zweite Zug in Darmstadt endet. Hier kommen Doppelstocktriebwagen der Baureihe 446 zum Einsatz, auf der RB 68 in Doppel und auf dem RE 60 bis auf den Berufsverkehr in Einfachtraktion. Sobald der Umbau des Bahnhofs Noedingen-Friedrichsfeld abgeschlossen ist, wird der hintere Zugteil der RB 68 dann als RB 67 nach Mannheim fahren. Nur zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Darmstadt-Arheigen auf der Main-Neckar-Bahn verkehrt die Linie RB 82 der Vias von Frankfurt in den Odenwald nach Erbach. Diese Züge fahren sogar in Langen durch und verkehren mit Dieseltriebwagen der Baureihe 615, auch als Itino bekannt. Meist ist diese Linie im 2, im Berufsverkehr im Stundentakt unterwegs. Zwischen Frankfurt und Dreieck-Buchschlag kommt von Montag bis Samstag noch die Linie RB 61 nach Dieburg hinzu, die im Stundentakt mit Dieseltriebwagen der Baureihe 642 verkehrt. Ab Anfang 2019 beginnt hier der Einsatz der neuen Pesa-Link-Triebwagen. Widmen wir uns jetzt der Vorstellung des Streckenverlaufs mit den daran liegenden Bahnhöfen, Städten und Abzweigstrecken. Wir starten unsere Reise in Frankfurt Süd, dem ersten Bahnhof hinter dem Frankfurter Citytunnel. Die Reise von Bad Soden bzw. Kronberg bis Frankfurt Hauptbahnhof sowie die Reise im Citytunnel von Frankfurt Hauptbahnhof bis Frankfurt Süd werden in extra Dokus beleuchtet, Links in der Videobeschreibung. Frankfurt Süd wird zu den Minuten 12, 27, 42 und 57 auf Gleis 1 erreicht. Am viertstärkst frequentierten Umsteigepunkt der Stadt Frankfurt gibt es 9 Bahnsteiggleise. Die ersten 4 davon werden von den S-Bahn-Linien 3, 4, 5 und 6 genutzt, weil die S-Bahn-Linien 5 und 6 hier beginnen bzw. enden. Auf weiteren 5 Regionalzuggleisen halten die Regionalzuglinien RE50 Frankfurt-Fulda, RB51 Frankfurt-Wächtersbach, RE54 Frankfurt-Bamberg, RE55 Frankfurt-Würzburg, RB58 Frankfurt-Laufach und RE85 Frankfurt-Großumstadt-Diebelsbach bzw. zum Teil weiter nach Erbach. Außerdem halten hier alle Fernzüge, die nicht über den Frankfurter Hauptbahnhof verkehren. Neben der zweistündigen Linie Frankfurt Flughafen Berlin sind dies einige Verstärker sowie Umleitungszüge. Außerdem halten hier noch die U-Bahn-Linien 1, 2, 3 und 8 sowie die Straßenbahnlinien 15, 16 und 18. Abfahrt zu den Minuten 13, 28, 43 und 58 von Gleis 1. Damit beginnen wir jetzt unsere Reise in Richtung Darmstadt, die in Echtzeit eine knappe halbe Stunde dauert. Am linken Bildrand zweigt eine Strecke in Richtung Frankfurt Stadion ab. Wir fahren paradoxerweise parallel zur Strecke in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Bei dieser wechseln wir jetzt die Seite. Und zwar in einem Tunnel. Direkt hinter dem Tunnelausgang folgt dann nach 1,2 Kilometern seit Frankfurt Süd unser erster Zwischenhalt der heutigen Reise, Frankfurt-Stresemann-Allee. Hier existiert ein Mittelbahnsteig. Außerdem ist hier noch die S-Bahn-Abstellanlage des Bahnhofs Frankfurt Süd zu sehen. In dem Bahnhof fahren die Züge der Relation Frankfurt-Hanau vorbei. Außerdem besteht hier noch Umstiegsmöglichkeit zur Straßenbahnlinie 17. Ja.
Abfahrt in Frankfurt-Stresemann-Allee. In etwa hier findet planmäßig immer eine Zugbegegnung statt. Wir zweigen jetzt in Richtung links, also in Richtung Süden ab, während die Strecke in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof weiter nach rechts verläuft. Hier das Ganze nochmal kartografisch dargestellt. Wir werden erst ab jetzt unseren Kurs in Richtung Süden fahren. Deshalb sind wir eben noch zu einer Strecke nach Frankfurt Hauptbahnhof parallel gefahren. Die Verbindung von Frankfurt Süd in Richtung Main-Neckar-Bahn besitzt nicht nur zwei S-Bahn-Gleise, sondern auch noch ein weiteres Gleis für Güterzüge sowie einzelne Umleitungszüge. Jetzt zweigt auch die richtige Main-Neckar-Bahn vom Frankfurter Hauptbahnhof kommend ein. Und wir erreichen nach weiteren 1,3 Kilometern unseren letzten Halt in Frankfurt, Frankfurt-Luisa. Auch hier gibt es wieder einen Mittelbahnsteig. Auf den Gleisen daneben fahren die Züge der Main-Neckar-Bahn Frankfurt-Heidelberg entlang. Jedoch sind es nicht nur diese Züge, denn auch Fernverkehrszüge, die später auf die Riedbahn fahren, fahren hier noch vorbei, die dann direkt hinter dem Bahnhof mit Hilfe einer eingleisigen Verbindungskurve in Richtung Frankfurt-Stadion abzweigen. Diese Verbindung wird allerdings nur von den Fernzügen in Richtung der Riedbahn genutzt, da sie etwas schneller ist als die direkte Verbindung zur Riedbahn über Niederrad. Hier besteht dann auch nochmal Anschluss zu den Straßenbahnlinien 17 und 18. Für uns geht es jetzt zu den Minuten 2, 17, 32 und 47 weiter. Ab jetzt fahren es 3 und 4 in kerzengeraden Kurs in Richtung Süden, den sie bis Darmstadt beibehalten werden. Ein kurzes Stück geht es parallel mit den Gleisen der Straßenbahn, denn gemeinsam wird jetzt die Verbindungsstrecke von Frankfurt Süd nach Frankfurt Stadion unterquert. Und es können nicht nur die Züge in Richtung der Riedbahn ein Stück auf der Main-Neckar-Bahn fahren, sondern auch umgekehrt. Und deshalb zweigt jetzt hier ein Verbindungsgleis aus Richtung Frankfurt Stadion wieder bei uns ein, welches im Regelbetrieb nicht genutzt wird. Es dient Güterzügen sowie einzelnen Umleitungen. Zeitgleich erhebt sich jetzt unsere S-Bahn und wir wechseln die Streckenseite. Dann wird die jetzt östlich von uns liegende Main-Neckar-Bahn dreigleisig, sodass hier nun insgesamt 5 Gleise verlaufen. Und wir erreichen nach 2,5 Kilometern und 2 Minuten den Bahnhof von Neu-Isenburg. Neu-Isenburg ist eine Stadt mit 38.000 Einwohnern. Neu-Isenburg besitzt jedoch nicht nur den unscheinbaren S-Bahn-Bahnsteig mit Nummern 2 und 3, sondern auch noch einen Hausbahnsteig, Gleis 1, ein altes Bahnhofsgebäude sowie ein altes Autozugterminal. Denn hier wurden von 1961 bis 2014 Autoreisezüge abgefertigt. Es handelt sich also um die Autoreisezuganlage der Region Rhein-Main, die dann eben 2014 Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer gefallen ist. Auf Gleis 1 beginnen heute noch von Montag bis Freitag die RB61 Kurzläufer nach Rödermark-Oberroden und es halten am Samstag die RB61 Langläufer Frankfurt-Dieburg. Weiter geht es jetzt für uns in Richtung Süden.
In logischer Konsequenz des Autozugterminals gibt es hier jetzt noch einmal einen weitläufigen Vorbahnhof mit zahlreichen Abstell- und Rangiermöglichkeiten. Als nächstes halten wir jetzt nach weiteren 3,5 Kilometern in Dreieich-Buchschlag. Auch hier ist der S-Bahn-Bahnsteig mit den Nummern 2 und 3 nicht alleine. Denn am immer noch existierenden 5. Streckengleis liegt ebenfalls noch ein Bahnsteig. Hier halten alle Züge der Dreieichbahn in Richtung Rödermark-Oberroden und Dieburg, die zum Teil aus Frankfurt oder Neu-Isenburg kommen und zum Teil auch hier beginnen. Das Ganze ist so getaktet, dass sich hier immer zwei S-Bahnen treffen, von denen dann gegebenenfalls Anschluss an die Dreieichbahn und umgekehrt besteht. Nächster Halt, Flugsicherung. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Nach wenigen hundert Metern zweigt jetzt die Dreieichbahn in Richtung Rödermark-Oberroden links ab. Und damit ist die Main-Neckar-Bahn jetzt insgesamt nur noch viergleisig. Und die Komplexität des Frankfurter Knotens ist jetzt für uns endgültig beendet. Und wir können jetzt einfach und unkompliziert auf der viergleisigen Strecke weiter in Richtung Süden fahren. Nach 1,8 Kilometern halten wir wieder in Langenflugsicherung, einem erst 2002 nachträglich hinzugefügten Haltepunkt nahe der wichtigen Langener Flugsicherung. Nach weiteren 700 Metern halten wir dann bereits wieder in Langen. Langen ist eine Stadt mit 38.000 Einwohnern. Der Bahnhof besitzt insgesamt 4 Bahnsteiggleise. Hier halten, außer der RB82 sowie wenigen weiteren Ausnahmen, alle Regionalzüge der Main-Neckar-Bahn, die in Richtung Norden den Hausbahnsteiggleis 1 nutzen können. In Richtung Süden liegt jedoch auf dem Hauptgleis leider kein Bahnsteig, weshalb auf die S-Bahn-Gleise gewechselt werden muss. Die dafür nötigen Weichen sind nur mit 40 km/h befahrbar. Außerdem endet hier in Langen die S4, welche das in der Mitte liegende Gleis 3 zum Wenden nutzt. Die S4 besitzt hier 7 Minuten Wendezeit.
Gleis 3 wird jedoch nicht nur von der S4 genutzt, sondern auch häufig von der S3, die aufgrund der Tatsache, dass Gleis 2 ja bereits von den Regionalzügen genutzt wird, häufig auf dieses Gleis ausweichen muss. Die jetzt noch auf der Strecke verbleibende S3 fährt hier zu den Minuten 12 und 42 weiter. Und da jetzt nur noch eine S-Bahnlinie hier verkehrt, werden die extra S-Bahn-Gleise jetzt eingleisig. Auf der insgesamt nur noch dreigleisigen Strecke geht es jetzt also weiter in Richtung Süden. Wir nehmen jetzt zum letzten Mal einen Seitenwechsel vor. Und direkt nach dem Seitenwechsel wird die Strecke dann auch wieder zweigleisig. Und wir nähern uns unserem nächsten Halt Egelsbach. Egelsbach liegt 2,8 Kilometer von Langen entfernt und zählt 11.500 Einwohner. Daraufhin geht es dann vorbei an einem Flugplatz. Auf dem zweigleisigen Abschnitt zwischen Egelsbach und Erzhausen begegnen sich immer zwei S3er. Nach 2 Kilometern erreichen wir Erzhausen, eine Stadt mit 8.000 Einwohnern. Auch hier gibt es den üblichen Mittelbahnsteig und wie an den meisten Bahnhöfen steht auch hier noch das alte Bahnhofsgebäude. Neben der Strecke entsteht hier aktuell der erste Bauabschnitt eines Radschnellwegs zwischen Frankfurt und Darmstadt. Weiterfahrt zu den Minuten 17 und 47. Die S-Bahn-Strecke wird jetzt hier wieder eingleisig und bleibt dann bis Darmstadt auch eingleisig. Folgt jetzt nach weiteren 2,3 Kilometern der erste Halt auf Darmstädter Stadtgebiet, Darmstadt-Wixhausen. An dieser eingleisigen Station existiert logischerweise nur ein Bahnsteig. Und ja, der Bahnhof heißt wirklich so. Der Name Wixhausen leitet sich jedoch vom altdeutschen Wickenhusen ab,
was so viel wie Siedlung am Weiher bedeutet. Wixhausen ist bekannt für das GME-Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung mit dem Schwerpunkt der Atom- und Kernphysik. Hier wurde die Synthese und der Nachweis von 6 Elementen durchgeführt, unter anderem dem Element mit dem Ehrentitel Darmstadtium. Damit ist Darmstadt die einzige Stadt weltweit, nachdem ein Element im Periodensystem benannt ist. Unseren letzten Zwischenhalt legen wir jetzt in Darmstadt-Aheilgen ein. Aheilgen zählt 17.500 Einwohner. Neben der eingleisigen Station findet sich natürlich die Main-Neckar-Bahn, die auf diesem Abschnitt 3 Gleise aufweist, wovon das mittlere ein Ausweichgleis ist. Denn hier befinden sich bereits die ersten Vorboten des großen Darmstädter Knotens. Die Züge, die von Frankfurt in Richtung den Odenwald fahren, nutzen dieses Mittelgleis, um rüber zu kreuzen. Damit kreuzen sie auch unsere S-Bahn-Strecke. Fahren jetzt also kurz hinter Aheilgen in den 1910 errichteten Darmstädter Knoten ein. Die Main-Neckar-Bahn teilt sich jetzt in zwei Äste auf, zwischen denen etwa 100 bis 200 Meter Platz ist. Auf der anderen Seite fädelt dann gleichzeitig die angesprochene Verbindungskurve in Richtung dem Odenwald aus und es geht vorbei am Gelände der Firma Merck. Während uns das Gleis in den Odenwald jetzt verlässt, zweigen auf der anderen Seite Verbindungsgleise aus Richtung Wiesbaden ein und wir überqueren die direkte Güterzugstrecke Wiesbaden-Aschaffenburg. Dann zweigen Strecken aus Richtung Aschaffenburg bzw. dem Odenwald ein und nochmals Gleise aus Richtung Wiesbaden und zwischen den beiden Ästen der Main-Neckar-Bahn fädelt sich das Ganze jetzt kreuzungsfrei zusammen und verläuft in Richtung dem Darmstädter Hauptbahnhof. Alle relevanten Relationen sind in diesem Knoten nämlich kreuzungsfrei befahrbar. Nachdem sich dann alle Gleise vereinigt haben, geht es vorbei am nicht mehr genutzten BW Darmstadt, zahlreichen Abstellanlagen und dem Darmstädter Güterbahnhof.
wir erreichen jetzt nach etwa 4 Kilometern seit Aheilgen, etwa 25 Kilometern seit Frankfurt Süd, etwa 30 Kilometern seit dem Frankfurter Hauptbahnhof und 49 Kilometern seit Bad Soden unseren Endbahnhof Darmstadt Hauptbahnhof zu den Minuten 25 und 55 auf Gleis 3. Die Gesamtfahrzeit von Bad Soden bis hierher beträgt 1 Stunde und 5 Minuten. Darmstadt ist mit knapp 160.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Hessen und als Wissenschaftsstadt bekannt. Der Hauptbahnhof der Stadt zählt 11 Bahnsteiggleise. Immer zur halben und zur Hauptverkehrszeit auch zur vollen Stunde findet hier ein Umsteigetaktknoten statt. Hier besteht Anschluss zu den Linien RE60 Frankfurt-Mannheim, RB66 Darmstadt-Funkstadt, RB68 Frankfurt-Heidelberg, RB75 Wiesbaden-Aschaffenburg, RE80 Darmstadt-Erbach und RB81 Darmstadt-Eberbach. Außerdem hält hier meist ein Fernzug pro Stunde. Es handelt sich um die beiden zweistündigen Linien Karlsruhe-Hamburg und Frankfurt-Österreich sowie weitere einzelne Verstärkerzüge. Außerdem halten am Bahnhofsvorplatz je nach Wochentag noch 2 bis 4 Straßenbahnlinien der Darmstädter Straßenbahn. Nach einer Wendezeit von 10 Minuten machen sich die Züge der S-Bahn-Linie 3 jetzt zurück auf den Weg in Richtung Bad Soden. Und damit wäre ich auch am Ende dieser Dokumentation angekommen, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen.